George! Ganz à la Marcel Marceau. Hä? Ah! Reg dich ab. Schließlich soll dein Gesicht nicht mit abbröckeln, oder? Erstaunlich hässliches Zimmer. Hm. Oh Gott, tot durch Minibar. Glamourös. Au. Du bist den ganzen Weg hierher geflogen. Mhm. Du hast Angst vorm Fliegen. Mhm. Und ich muss heute Abend schon wieder zurück. Ich muss auf so eine Familienfeier bei Werners Eltern. Du mischst dich ein. Mhm. Wenn ich sage, dass sie ekelhaft perfekt ist, meine ich damit nicht, dass ihre Perfektion was Ekelhaftes hat. Die ist liebenswürdig und verletzlich. Und das ist scheißekelhaft. Ah, du magst sie. Wenn ich sie nicht hassen müsste, würde ich sie vergöttern. Aber hier geht es um mein Lebensglück. Ich muss erbarmungslos sein. Er war in mich verliebt, Tag für Tag, 9 Jahre lang. Ich kann ihn viel glücklicher machen als sie. Ja, es stimmt, ich breche ihr das Herz, kurzfristig. Aber in Wirklichkeit tue ich ihr einen Riesengefallen. Sie würde so kreuzunglücklich werden, wenn sie immer mit diesem unsensiblen Klotz rumziehen müsste. Jules, liebst du ihn denn wirklich? Oder geht es nur ums Gewinnen? Ganz ehrlich. Am Anfang ging es mir mehr um meinen Erstanspruch. Er war mein Eigentum. Aber jetzt, wenn ich mit ihm zusammen bin, er ist einfach so wunderbar. Wieso habe ich das nicht früher gemerkt? Er war doch zu haben. Erstaunlich, welche klare Erkenntnisse eine krankhafte Eifersucht zutage bringt. George, glaub mir. Wenn er empfinden würde, was ich empfinde, dann würde er wissen, was ich empfinde. Es ist grauenvoll. Was ist? Sag ihm einfach, du liebst ihn. Ach. Julian. Sag ihm, du liebst ihn schon seit 9 Jahren. Aber du hattest Angst vor der Liebe. Ja, sag ihm, du hattest Angst vor der Liebe. Angst davor, es zu sagen. Was denn zu sagen? Dass du zu jemand gehören willst. Das haben wir nämlich alle Kleines. Bedauere nicht zu ändern. Sag ihm, das ist der schlechteste, gemeinste, dümmste Moment, ihm das anzutun. Aber so sieht's aus. Er muss sich entscheiden. Ich soll ihm die ganze Wahrheit sagen. Naja, vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Die Highlights.